Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zur fünften Veranstaltung der neuerlichen Reihe AfD, ja, die Landtagsfraktion vor Ort, mit dem Thema Extremismus in Sachsen, ein Land im Fadenkreuz. Positionen der AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag. Es geht heute Abend darum, was die AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag tut, um den Linken, den Rechten und den religiösen Extremismus zu bekämpfen. Wir freuen uns sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Seien Sie herzlich willkommen. Wir haben heute Abend erfreulicherweise drei Abgeordnete auf dem Podium, die ich Ihnen der Reihe nach vorstellen darf. Ich beginne mit der Abgeordneten Karin Wilke. Sie wurde geboren in Berlin, ist gelernte Grafikdesignerin, war tätig für das ZDF beim Kennzeichen D, war selbstständige Designerin in Berlin, hat bei Filmproduktionen mitgearbeitet bei der Preußen-Ausstellung 1981, hat die Grafikdesignabteilung beim Radio Bremen geleitet und war von 1991 bis 2015 selbstständige Designerin in Dresden. Seit 2014 ist sie Mitglied der AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag und dort 2014 Mitglied im Ausschuss für Wissenschaft und Hochschule, Kultur und Medien sowie im Petitionsausschuss. Herzlich willkommen, Frau Wilke. Ich begrüße als zweites den Abgeordneten Herrn André Wendt, geboren in Großenhain. Er war Berufssoldat und Systemadministrator, nahm an mehreren Auslandseinsätzen der Bundeswehr, unter anderem in Afghanistan, teil. Er ist Vorsitzender im Ausschuss für Soziales und Verbraucherschutz sowie für Gleichstellung und Integration, Mitglied im Verfassungs- und Rechtsausschuss, Mitglied in der Enquete-Kommission Sicherstellung der Versorgung und Weiterentwicklung der Qualität in der Pflege älterer Menschen im Freistaat Sachsen. Ein kurzes Wort zu seinen politischen Positionen. Er ist für die Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft, für ständige Grenzkontrollen und für die sofortige Abschaffung der Rundfunkzwangsverträge. Herzlich willkommen, Herr Wendt. Zu meiner Linken darf ich begrüßen den Abgeordneten Herrn Jörg Urban, geboren in Meißen, Diplom-Ingenieur für Wasserbau mit einem Aufbaustudium Umweltschutz und Raumplanung. Bis Sommer 2014 war er Geschäftsführer des Netzwerks Ökologische Bewegungen Grüne Liga, die teilweise aus der kirchlichen Umweltbewegung der DDR hervorgegangen ist. Außerdem war er Baugrundgutachter, freiberuflicher Bauingenieur und Projektmanager im Natur- und Landschaftsschutz sowie Landwirt im Nebenerwerb. Er ist Dresdner Stadtrat und seit 2014 Landtagsabgeordneter der AfD, als solcher Mitglied im Ausschuss für Umwelt und Landwirtschaft bzw. deren stellvertretender Vorsitzender, sowie im Ausschuss für Immunitätsangelegenheiten. Da geht es um Kontakte von Abgeordneten zu extremistischen Vereinigungen. Aus der Umweltbewegung heraus ist mir die Kritik an den erneuerbaren Energien ein Anliegen und die fehlende Basisdemokratie bzw. die fehlende oder mangelnde bürgerliche Mitbestimmung. Guten Abend und herzlich willkommen, Herr Urban. Zu meiner Rechten darf ich begrüßen den Referenten des heutigen Abends, Herrn Hans-Hermann Gockel. Herr Gockel kommt aus Bielefeld und hat nach dem Abitur Rechts- und Wirtschaftswissenschaften studiert und gehört zu den Pionieren des deutschen Privatfernsehens. Manchen dürfte er von Ihnen auch bekannt sein. Nach einem Volontariat beim Westfalenland begann sein Einstieg ins Fernsehgeschäft 1982 als Produktionsleiter. Auf die Korrespondententätigkeit für RTL in Luxemburg folgte 1987 der Wechsel in die Nachrichtenredaktion von Sat.1 in Hamburg. Ab 2004 moderierte Herr Gockel Nachrichtensendungen bei N24 in Berlin. Heute ist er als freier Journalist und Produzent tätig. Sein Lebensmotto lautet: lieber ein Knick in der Karriere als ein Knick im Rückgrat. Guten Abend, Herr Gockel. Mein Name ist Andreas Lombard. Ich bin hauptberuflich Verleger und Autor in Berlin und darf den heutigen Abend moderieren und freue mich, im Zuge dieser Veranstaltungsreihe das schöne Land Sachsen näher kennenzulernen. Ein kurzes Wort zum Ablauf. Ich werde ein paar einleitende Worte sprechen, um das Thema ein wenig einzuführen.
Danach machen wir eine kleine Runde hier auf dem Podium, bevor dann Herr Gockel mit seinem Vortrag beginnt. Danach die eigentliche Podiumsdiskussion, die wir dann aber recht zügig auch ins Publikum öffnen werden, um Ihre Frage und Wortmeldungen zu hören. Im Anschluss an die Veranstaltung bittet die AfD-Landtagsfraktion zu einem Imbiss und Empfang, den ich gesehen habe, auch teilweise schon begonnen hat. Es kann ja bei diesem Thema vielleicht auch nicht schaden. Es geht, wie gesagt, heute Abend um die Probleme des Linken, des Rechten und des religiösen Extremismus. Wir beobachten seit vielen Jahren in Deutschland und natürlich gerade auch in Sachsen steigende Spannungen von links, von rechts, von Seiten des Islamismus. Und man muss leider sagen, dass alle drei Bereiche sich noch einmal verstärkt haben durch das Problem der Masseneinwanderung. Diese Tatsache wirkt auf alle drei Extremismen wie eine Art Durchlauferhitzer. Wir haben 2015, 2016, wie auch immer man es genau zählt, zwischen 1 und 1,5 Millionen Zuwanderer auf einen Schlag gehabt und demgegenüber natürlich auch jede Menge Vorbehalte gegen diese Entwicklung, die wiederum als rechtsextremistisch oder rassistisch diffamiert wurden. Die Deutschen können kaum anders, als sich als Objekte eines großen Experiments zu fühlen und spätestens mit dem Familiennachzug, der ab 2018 ins Haus steht, mit einem Sicherheitsabstand von einem halben Jahr nach der Bundestagswahl, wird dieses Problem erneut an Fahrt gewinnen. Dresden sei keine unschuldige Stadt, hat Oberbürgermeister Hilbert dieser Tage erkannt. Das heißt, nicht nur die Bombardierung im Februar 1945, sondern auch die Masseneinwanderung ist nach dieser Ansicht offenbar als eine verdiente Sühneleistung zu verstehen. Nach dieser Logik müssten sich eigentlich nicht die Zugewanderten, sondern die Einheimischen unter Beobachtung fühlen. Und genauso sieht es auch aus. Deutsche sind sie noch dem Wortlaut des Grundgesetzes nach, von dem allerdings nicht gewiss ist, inwieweit es noch Gültigkeit hat. Die kollektive Selbstaufgabe scheint zum leitenden Programm von Regierungspolitik und Mainstream-Medien geworden zu sein. Damit aber tritt zu den drei genannten Extremisten ein vierter hinzu, der Extremismus der Mitte. Und damit ist nicht das gemeint, was teilweise in der Politikwissenschaft darunter verstanden wird, nämlich, dass Teile der Mitte selber zum Rechtsextremismus tendierten, sondern etwas anderes. Ein Extremismus der Mitte, der bei der Verteidigung der Demokratie seinerseits extremistische Mittel anwendet. Hans-Hermann Gockel wird das in seinem Vortrag eindrucksvoll schildern. Aus dem Volk wurde im Laufe der Jahre die Bevölkerung, aus der Bevölkerung wurden Menschen in Deutschland, wobei das allerdings auch feindliche Truppen sein können, und aus den Menschen in Deutschland wurden irgendwann ganz allgemein die Menschen. Aber auch dieser Status wackelt inzwischen, denn zuletzt sprach Kanzlerin Merkel das deutsche Volk nur noch als diejenigen an, die schon länger hier leben. Eine Obergrenze wird es mit dieser Kanzlerin nicht geben, mit einem Kanzler Schulz offenbar auch nicht. Und das, obwohl das Bundeskriminalamt für die ersten drei Quartale 2016 an Straftaten durch Zuwanderer ermittelt hat, 44 Tötungsdelikte, bei denen mindestens ein tatverdächtiger sogenannter Flüchtling war, sowie 214.600 Straftaten bzw. versuchte Straftaten, davon mehr als 40.000 Körperverletzungen. Ungerührt von Vergewaltigungen, Drogenhandel, terroristischen Anschlägen und der offenen Absicht, Deutschland die Scharia einzuführen, bringt die Linke im Sächsischen Landtag ein Asylmissbrauchseinladungsgesetz ein, wie der Abgeordnete Wippel es genannt hat. Das ist brisant angesichts der Tatsache, dass zwei Drittel von 9.000 befragten Muslimen aus 6 europäischen Ländern 2014 angaben, dass ihnen ihre religiösen Gesetze wichtiger seien als die Gesetze des Landes, in dem sie leben. Dasselbe sagen auch 47% von 1.200 befragten Türken in Deutschland. Ein kurzes Wort zur Lage in Sachsen. Hier gibt es einen allgemeinen Anstieg politisch motivierter Gewalttaten im Jahre 2014 um 16% auf 3.125 Delikte. Es gibt einen Anstieg politisch motivierter Kriminalität von links, ebenfalls 2014 um 38% auf 851 Delikte, davon 157 Gewaltstraftaten. Die politisch motivierten Straftaten von rechts stiegen laut offizieller Statistik, die ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, 2014 auf 1740 Delikte, davon 86 Gewaltstraftaten. Der Abgeordnete Hütter hat gestern eindrucksvoll geschildert, dass man bei der
am Lesen dieser Statistik berücksichtigen muss, dass linke und rechte Straftaten bzw. links- und rechtsextremistische Straftaten durchaus unterschiedlich gezielt werden, sodass das, was wie ein ungefährer Gleichstand oder auch eine Mehrheit von rechtsextremen Straftaten aussieht, sich auch ganz anders verhalten kann. Die Kriminalität auf Seiten der Zuhunde hat sich teilweise sogar vervielfacht, dazu später einige Zahlen. Nicht aufgeklärt und interessant für den heutigen Abend sind insgesamt 200 Straftaten gegen die AfD seit 2013. Der AfD wird von SPD, Linken und Grünen allerdings die Schuld an den Opfern rechtsextremer Gewalt bzw. eine Mitschuld an Angriffen auf Flüchtlinge und an Brandstiftungen zugeschoben. Die Grünen wiederum, zum Beispiel der Abgeordnete Lippmann, unterscheiden feinsinnig zwischen Linksextremismus und Linksterrorismus. Die Staatsregierung gibt sogar vor, politisch motivierte Gewalt mit einem 360-Grad-Blick zu bekämpfen. Die AfD-Fraktion bezweifelt allerdings, dass sie den Linksextremismus, den islamistischen Extremismus und ich füge hinzu den Extremismus der Mitte dabei wirklich im Blick hat. Was in dieser Lage die AfD-Landtagsfraktion tut, wollen wir heute Abend erfahren und diskutieren. Bevor nun Herr Gockel mit seinem Vortrag beginnt, darf ich die Abgeordneten auf dem Podium vielleicht zu einem kurzen Einleitungsstatement bitten, was Ihnen bei Ihrer Arbeit in der Landtagsfraktion der AfD am wichtigsten ist. Frau Wilke, möchten Sie vielleicht beginnen? Ja, also wichtig ist uns aufzuklären, herauszufinden, was sich tut in Stadt und Land. Und wir haben die Möglichkeit, über Anfragen Dinge in Erfahrung zu bringen, über Anfragen bei den Ministerien Dinge in Erfahrung zu bringen, die der normale Bürger nicht erfährt. Daraus ergibt sich Arbeit in den Arbeitskreisen. Wir erstellen aus diesen Informationen, die wir bekommen können, auch manchmal auf Anregung der Bevölkerung hin in Erfahrung bringen können. Also es kommt durchaus vor, dass wir gefragt werden von Ihnen, von Bürgern aus Sachsen, auf Missstände aufmerksam gemacht werden. Daraus entwickeln wir dann Anträge, die wir einbringen in die Ausschussarbeit und in die Plenararbeit. Das ist hochspannend und eine manchmal etwas frustrierende Angelegenheit, aber im Allgemeinen ist es doch so, dass wir von der Wichtigkeit überzeugt sind und dieses eben, auch wenn unsere Anträge dann im Plenum überstimmt werden, wir doch glauben, dass wir da eine wertvolle Arbeit machen, die dann mitunter sogar von anderen Fraktionen übernommen wird. Dazu können meine Kollegen sicherlich auch noch mehr sagen. Soll ich gleich weiterreichen? Ja, vielen Dank. Ja, Frau Wilk hat schon einiges gesagt. Wir sind da, damit wir der Regierungspartei oder der Regierungsparteien auf den Nerv fühlen. Wir wollen den Bürger hier in Sachsen respektive in Deutschland wieder eine Stimme geben, eine direkte Stimme. Deshalb fordern wir auch die direkte Demokratie ein. Das Volk soll entscheiden, wo es politisch lang geht. Das ist in all den Jahren, ich sage mal, nicht verfolgt worden. Wir wollen insbesondere Politik für die sächsischen Bürger machen. Wir wollen Politik für unsere Familien machen. Entschuldigung, Politik für unsere Familien machen. Wir wollen Familien stärken und wir wollen einfach den Bürgern in unserem Land, und da zähle ich mich dazu, eine politische Alternative geben zu den Blockparteien, die in vielen Bereichen dieses Land politisch, aber auch gesellschaftlich heruntergewirtschaftet haben. Die AfD sitzt inzwischen in 10 Landesparlamenten und wird im Herbst in den Bundestag einziehen. Ich glaube, die Arbeit, die wir im Landtag machen, auch wenn die im Einzelnen nicht so sichtbar ist, ist für uns der Grundstock dafür, dass wir die Politik im Land insgesamt ändern können. Was mir sehr wichtig ist, und glaube ich, da spreche ich auch für meine Kollegen, dass wir niemals unsere Wurzeln in unsere Wählerschaft, in unsere Mitgliedschaft zu den Bürgern verlieren. Dass wir nah am Bürger dranbleiben mit Veranstaltungen wie heute, mit unseren Bürgerbüros, damit sie die Politik mitbestimmen können. Also wir möchten nicht abgehoben werden, so wie wir das bei der CDU erleben, dass er abgehoben wird. Dankeschön, dabei möchte ich es eigentlich schon belassen. Also der Anspruch ist da und ich hoffe, wir können dem lange treu bleiben.
füge noch eine erste Zahl hinzu, weil sie das Thema des heutigen Abends betrifft. Bei den Anträgen, die die AfD im Landtag Sachsen gestellt hat, nehmen Sicherheitspolitik und Asylpolitik einen Anteil von 23 an und alle anderen Anträge zu allen anderen Themen sind 27 an der Zahl. Das heißt, allein die Bereiche Asyl und Sicherheitspolitik nehmen fast genauso viel Raum ein wie der gesamte Rest der Politik.